Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, heute in diesem Video geht es um Linux Mint. Ich logge mich mal eben ein. Und zwar habe ich Linux Mint jetzt in einer virtuellen Maschine jetzt installiert. Was ihr seht, ist eine frische Installation. Was habe ich jetzt verändert an Linux Mint? Im Endeffekt habe ich alle Updates draufgespielt und die Leiste von unten nach oben gepackt. Weil wer mich kennt, weiß, ich mag es nicht, wenn die Leiste unten ist. Das hat historische Gründe. Gut, ansonsten wäre das System hier nackig. Also, Ziel von diesem Video ist es, Compiz irgendwie zum Laufen zu bekommen. Weil auf einem Livestream beim Linux Guides war es so ganz spontan wohl nicht möglich, Compiz zu aktivieren. So, und der Sache möchte ich mal ganz gerne jetzt hier auf den Grund gehen, ob das überhaupt möglich ist, was man noch für Pakete noch zusätzlich installieren muss und so weiter. Ich schaue erstmal nach, wo ich hier überhaupt bin. Dazu gebe ich mal ein U-Name-A Linux Tuxa 5.15 LSB Release-A und das Ganze auf Linux Mint, Codename Vera. Gut. Wenn wir gerade mal dabei sind, NeoFetch. Was sagt uns NeoFetch? Interessant wäre jetzt hier noch, was wir hier für einen Window-Manager haben. Das wäre Mutter. Das müsste der gleiche sein wie bei GNOME. Ich schwenke mal ganz kurz rüber zu meiner echten Maschine und schauen einfach mal danach. Was haben wir hier? NeoFetch. Und auf GNOME haben wir auch Mutter. Das wäre schon mal gleich. Schwenken wir darüber zur virtuellen Maschine. Gut. Ja, mit Linux Mint bin ich nicht ganz so sehr vertraut. Ich gucke mal einfach mal unter Effekte. Effekte haben wir erstmal jetzt hier alles aktiviert, was schon mal sehr gut ist. Neue Fenster verkleinern. Machen wir mal fliegen. Ja. Da haben wir doch schon mal den ersten Configs-Effekt. Fenster werden geschlossen. Geht nur fliegen. Fenster werden minimiert. Was haben wir da zur Auswahl? Ausblenden. Wie sieht das aus? So, ich versuche auch mal Cinnamon gleichzeitig so ein bisschen so zu verbasteln. Beziehungsweise, was heißt verbasteln? So ein bisschen so nach meinen Bedürfnissen so anzupassen. So, ich habe es hinbekommen. Und zwar funktioniert Compiz auch auf Linux Mint 21.1 in der Cinnamon Edition, wie man es hier vielleicht unten lesen kann. Das Einzige, was man beachten muss, dass direkt nach dem Systemstart ist Compiz noch nicht aktiv. Man muss einmal auf dieses Icon hier klicken, in etwa so. Und schon wären die wackeligen Fenster der 3D-Cube und alles, was dazugehört, aktiv. Brennende Fenster, Fenstereffekte jeglicher Art. Alles am Start. So, dass das wirklich die Cinnamon Edition ist. Das kann ich euch mal ganz kurz an der Konsole hier zeigen. Und zwar haben wir hier ein Ubuntu. Nein, wir haben hier ein Linux Mint 21.10. Codename Vera. Das könnte natürlich jetzt auch die Mate-Edition sein. Dass es nicht ist, das erkennen wir hier dran. Es ist die Original Cinnamon Edition mit der Version 5.6.7. Yippie-yay, sage ich nur. Gehen wir mal ganz kurz in die Systemeinstellung. Dann auf Systeminformation. Und hier steht es auch nochmal, es ist die Cinnamon Edition. Eine kleine Anmerkung zu der ganzen Aktion. Ich musste Linux Mint ein wenig verbasteln. Also mit der Original Cinnamon Leiste funktioniert das nicht. Ich habe jetzt hier die Mate Leiste installiert und noch ein paar Mate Zusatzpakete.
und der Rest ist bei Cinnamon geblieben. Also wie man erkennt, sind eigentlich alle gängigen Effekte verfügbar, auch unter Linux Mint. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, wenn man jetzt hier nochmal in den Setting Manager reinschaut, ich meine, dass hier die eine oder andere Option fehlt. Das kann aber auch daran liegen, dass ich die vielleicht nicht mit installiert habe. Aber im Großen und Ganzen funktioniert Compiz definitiv unter Linux Mint. So, um welche Einstellung ich jetzt genau vorgenommen habe, beziehungsweise wie ich vorgegangen bin, um das zu erreichen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Schritt wieder zurück und starten das System wieder von ganz vorne. Dazu habe ich schon einmal etwas vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt hier ein Linux Mint als Klon. Und zwar zum Zeitpunkt der ersten Installation. Gehen wir einmal hier Schritt für Schritt hier einmal nochmal durch, welche Einstellungen man vornehmen muss, um das Ganze zu erreichen. So, Linux Mint ist jetzt gestartet in der Version 21.1. Und zwar entspricht das jetzt die Erstinstallation plus Updates. Und dass ich die Leiste einmal von oben nach unten gepackt habe. Ansonsten wurde jetzt hier nichts verändert. So, wie geht man am besten vor, um Compiz mit Cinnamon zu kombinieren? Am besten zeige ich das mal über die Synaptik. Da kann man am besten die Pakete zeigen, finde ich, die man dazu benötigt. Ich gebe dazu mal ein Compiz, die auf Suchen. So, und ich installiere im Endeffekt alles, was mit Compiz zu tun hat. Das Boxmenü braucht man, glaube ich, nicht. Die Plugins, die benötigen wir alle. Die Extras benötigen wir. Die Main benötigen wir. Nein, die Entwicklungstool brauchen wir nicht. Ganz wichtig ist natürlich der Setting Manager. Das ist ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen hier. Und was genauso wichtig ist, ist Fusion minus Icons. Das brauchen wir zu 100%. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ob man die beiden hier auch braucht, weiß ich nicht. Ich habe die jetzt in dem Fall nicht mit installiert. Müsste man auch nochmal ausprobieren zu einem späteren Zeitpunkt. Ich schaue hier noch einmal kurz drüber, was alles noch mit installiert wird. Ich würde sagen, das passt. Schicke das Ganze ab. Ob die Mate-Integration vielleicht sogar noch besser läuft als die Gnome-Integration, das müsste man vielleicht gegebenenfalls auch nochmal austauschen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Mate-Integration eigentlich in dem Fall besser geeignet wäre. Aber ich stelle das System jetzt einfach mal so wieder her, so wie ihr es gerade gesehen habt in der Endversion. Dann geben wir nochmal ein Mate-Minus, was ich sehr interessant fand. Deswegen bin ich überhaupt darauf gekommen, dass das Mate-Desktop automatisch mit installiert ist. Genau wie die Mate-Menüs und das Mate-Panel. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist standardmäßig von Haus aus schon in Cinnamon mit installiert. Und genauso gehen wir nämlich auch vor. Wir öffnen Start, die Startprogramme. Dann machen wir einen neuen Eintrag. Benutzerdefinierten Befehl. Nennen wir das einfach mal obere Leiste. Und jetzt brauchen wir den Befehl. Jetzt müssen wir mal gucken, kurz mal gucken, wie war der Befehl? Ich meine, war Mate-Panel. War, ist das richtig? Ja, und jetzt sehen wir schon hier unten, dass man die Leiste so aufrufen kann. Also geben wir ein Mate-Panel. Kommentar. Neue Leiste, was ich für Compiz. Die benötigen wir auf jeden Fall. Ich sage ihm hinzufügen. Und was wir noch brauchen, wäre Anwendung auswählen. Fusion minus Icon. Oder war das Icon minus Fusion? Das könnte natürlich auch sein. Gut, beim letzten Mal war es direkt mit drin. Ach, hier ist es doch. Ach, Compiz Fusion Icon. Okay, dann muss ich natürlich unter C gucken. Das brauchen wir. Anwendung hinzufügen. Passt. So, was brauchen wir noch? Ich möchte noch ein zusätzliches Panel haben. Und zwar Plank. Ich sage einfach mal benutzerdefinierten Befehl. Nennen wir es auch Plank. Und der Befehl wäre auch Plank. Kommentar. Das wäre dann die Schnellstarterleiste. Links. Genau. Hinzufügen. Jetzt mal eben schauen, ob Plank schon installiert ist. Nein, ist noch nicht. Ob ich soll das richtig schreiben? Nein. Dann holen wir das eben nach. Das ist ja schnell erledigt. Geben wir nochmal einen Plank. Und simsalabim, da unten wäre auch das Plank. Oder wir können es eigentlich, bevor wir schließen, einmal richtig einstellen.
die Steuerungstaste gedrückt halten, rechte Maustaste, dann kann man hier auf Einstellung klicken und wir sagen ihm einfach, was sagen wir ihm denn? Mitte ist richtig, ja hier war das. Wir sagen ihn links und Symbolvergrößerung aktivieren wir auch mal. Jetzt können wir schließen und schwupps, das wäre die Symbolvergrößerung. Da hat man hier so einen kleinen Effekt noch. Perfekt. Und klar, wenn ich jetzt das Terminalfenster wieder schließe, ist auch Plank weg. Aber beim nächsten Start werden wir es sehen. Neue Leiste haben wir installiert. Die alte Leiste muss weg. Ich sage Ihnen entfernen. Sind Sie sicher? Aber natürlich. Ich war mir noch nie so sicher im ganzen Leben. Und die Leiste verschieben wir jetzt nach oben. Wie geht das hier? Ah, okay. Das geht jetzt hier so nach oben. Ich möchte die Verbergungsknöpfe hier wieder haben, weil die finde ich nämlich richtig genial. Den Hintergrund möchte ich einfärben. Und zwar in schwarz. Um ihn dann hinterher zu sagen, du bist transparent. Das finde ich einen unheimlich schönen Effekt. So, ja, jetzt könnte ich eigentlich einen Neustart machen und schon hätte ich Compiz installiert. Das mache ich mal eben. Beenden, Neustart. Könnte sein, dass ein einfaches Abmelden auch reicht. Aber weil das in so einer virtuellen Maschine so schnell geht, dann mache ich gleich mal sofort einen richtigen Neustart. Ha, jetzt habe ich noch einen Fehler gemacht. So, und eigentlich müsste jetzt hier auch das Icon kommen. Kommt es nicht. Das verstehe ich auch nicht, obwohl es in den Startparametern mit drin ist. Wenn ich jetzt hier nochmal eingebe, Start, Startprogramme, wird zwar Fusion Icon aufgerufen. Man kann das auch bei diesem Befehl, kann ich mal eben ganz kurz zeigen. Ich brauche dazu ein Terminal. Achso, haben wir hier haben wir auch ein Terminal. Den packe ich mal hier im Dock rein. Über diesen Befehl lässt sich Fusion aufrufen. Kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Jetzt ist natürlich die ganze Zeit ein Fenster offen. Das ist natürlich blöd. Klar kann man es minimieren, aber es ist ja trotzdem noch da. Und jetzt kann man über die Setting Manager, Compiz, über den Setting Manager dann diverse Einstellungen vornehmen. Fangen wir mit dem einfachsten an, mit den wackeligen Fenstern. Genau, falls hier eine Warnung kommt, dass es zum Konflikt kommt, dann muss man das andere immer deaktivieren. Einfach dann nur auf Deaktivieren klicken. Jetzt fehlen zum Beispiel die Fensterdekorationen. Einfach hier auf Refresh klicken. Dann sind die Fensterdekorationen wieder da und wir hätten schon die wackeligen Fenster installiert. Und das Ganze auf der Cinnamon Edition. Gut, ich möchte aber, dass das Icon hier automatisch mitgestartet wird. Wie gehe ich dazu vor? Da muss ich so ein klein wenig tricksen. Ich gebe mir ein Fusion, nehme das Icon und pack das mit hier rein. Und jetzt können wir nochmal einen Neustart machen. So, der Neustart hat funktioniert, aber Compiz ist nicht aktiv. Das ist jetzt ein kleiner Nachteil an der ganzen Geschichte. Man muss jetzt hier einmal draufklicken und schon wäre Compiz aktiv. Ohne dass irgendein Terminalfenster noch offen ist. Und jetzt erscheint auch das zweite. Warum das beim Autostart nicht automatisch mit angezeigt ist, weiß ich nicht. Da muss ich nochmal in die Forschung gehen, weil Ziel sollte eigentlich sein, dass das automatisch mitgestartet wird und sofort Compiz zur Verfügung steht. Aber ich denke mal, der eine Klick könnte man noch verkraften. Ist ein kleiner Schönheitsfehler. Ja, jetzt fehlt natürlich noch der 3D-Desktop, der 3D-Würfel, dieser Cube. Das kann ich noch ganz kurz zeigen, wie das geht. Wie gesagt, Dreh- und Angelpunkt ist in dem Fall natürlich der Setting Manager. Hier ganz kurz ein paar einfache Basic, allgemeine Optionen. Hier muss man natürlich erstmal die Schreibtischgröße einstellen. Ich mache immer 4. Was kann man noch machen? Ja, hier wäre noch diese Mate-Integration. Muss man gucken, welche vielleicht da noch ein bisschen besser funktioniert. Dann Schreibtischwürfel. Jetzt kommt wieder ein Hinweis, es gibt einen Konflikt. Einfach das andere deaktivieren und den Würfel drehen natürlich. Auch Konflikt beheben, dann auch wieder auf deaktivieren und dann passt das. Und schon müssten wir den Würfel haben. Ja, ihr habt gesehen, das waren nur 3-4 Klicks. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ach, der ist mir hier ein bisschen zu langweilig. Ich möchte mal einen richtig vernünftigen Würfel haben. Könnte man auch so machen. Dann hätte man den so. Ich lasse das mal auf 4. Was kann man noch machen? Man kann natürlich auch hergehen und sagen, ich möchte jetzt hier einen Runden haben. Ja, jetzt hier eine virtuelle Maschine, seht ihr vielleicht, ist es ein bisschen buggy. Aber wenn ihr mit einer richtigen Grafikkarte arbeitet,
dann ist sie wirklich rund und nicht nur so, ja, so buggy, sag ich mal. Deswegen mache ich das mal hier wieder weg. 3D-Fenster, das heißt, dann sind die eigentlichen Fenster, ich mache das hier mal ein bisschen kleiner, dann sieht man das besser. Dann sind die jetzt hier so ein bisschen abgesetzt. Hier in der virtuellen Maschine, seht ihr auch, ist auch so ein bisschen buggy hier links. Das ist auf der richtigen Maschine ist das nicht so. Das würde ich auf jeden Fall aktivieren. Was würde ich noch machen? Wir bleiben erstmal bei dem Würfel. Ich würde den Würfel so ein bisschen weiter nach hinten packen. Also ich finde, der ist so viel zu weit vorne. Wie das geht, da muss ich jetzt selber erstmal gucken. Verhalten in Würfel könnte man zum Beispiel auch machen. Das ist auch ein cooler Effekt. Das sieht man jetzt nicht so richtig. Man ist halt eben in den Würfel drin. Auf einer richtigen Hardware sieht das wesentlich besser aus. Dann kann man ja noch diverse Grafiken noch als Hintergrundbild nehmen. Jetzt habe ich hier gerade keine drauf. Ich greife hier einfach mal auf das Dateisystem zurück und nehme mal jetzt hier irgend so einen Background. Ja, das mit dem Planeten, warum nicht, ne? Nehmen wir das mal. JPEG-Integration aktivieren, einfach bestätigen. Ah, das sieht man jetzt so nicht. Da muss ich Innenwürfel, glaube ich, wieder rausnehmen. Okay, warum sieht man das jetzt nicht? Ach, hier der Haken. Hier muss ein Haken gesetzt werden. Ja. Und da wäre dann das Bild. Wenn sie das Bild mitdrehen soll, dann muss man hier noch einen Haken setzen. Das kann man machen. Jetzt haben wir hier oben eine weiße Fläche. Unten müsste eine blaue Fläche sein. Dann könnte man hergehen und sagen, wie war das nochmal? Plus, wir machen das Ganze ein bisschen transparenter. Sagen wir mal so. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Eigentlich sollte das jetzt transparent sein. Die Durchsichtigkeit kann man von dem Würfel auch noch verändern. Das wäre vielleicht auch noch ein ganz cooler Effekt. Ja, das kann natürlich jetzt sein, dass in der virtuellen Maschine jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ach doch, jetzt ist es durchsichtig, ne? Ja, wie auch immer, da kann man auch noch einige Sachen einstellen, die ganz witzig sind. Achso, ich wollte den Würfel noch ein bisschen nach hinten schieben. Mir ist er zu weit vorne. Muss ich eben mal kurz überlegen, wie das nochmal war. Ich glaube, bei Drehen war das, ne? Bei Vergrößerung, genau. Vergrößerung. Ja, jetzt wäre er zum Beispiel weiter hinten. Das meinte ich. Das ist vielleicht ein bisschen sehr viel. Ich glaube, 1 ist Standard, ne? Ich weiß gar nicht, was Standard ist. Ne, 0 ist Standard. Ja, so vielleicht, ne? Also man braucht einfach, um den Würfel zu drehen, drückt man Steuerung Alt. Könnte man die Pfeiltasten drücken, geht nicht. Oder Steuerung Alt und die linke Maustaste gedrückt halten. Und dann einfach die Maus bei gedrückter Maustaste bewegen. Hier eigentlich im Endeffekt alles anklicken, was das Herz begehrt. Konflikt beheben. Ne, dann machen wir es mal wieder weg. Genau, dieses Cube Gears wäre vielleicht auch noch ein cooler Effekt. Eigentlich sollte jetzt hier ein Zahnrad sein. Ja, aber ich denke mal, es liegt an der virtuellen Maschine. Die ist jetzt hier ein bisschen überfordert. Den würde ich jetzt nicht aktivieren. Den würde ich noch aktivieren. Genau. Und dann die eigentliche Einstellung nehme ich dann hier mal vor. Open Animation. Also beim Öffnen, was da für eine Animation kommen soll. Doppelanklick auf den ersten Eintrag. Und hier sind alle Effekte drin. Zum Beispiel Explorer. Und ich würde mit den Effekten beim Anfang immer ruhig verdoppeln die Zeit, damit man überhaupt was von dem Effekt sieht. Und bei Close sage ich mal ganz gerne Burn. Dann können wir ruhig auf 555 habe ich den immer stehen, dass ich so ein richtiges schöne brennende Fenster habe. Ja, könnte glaube ich sogar noch länger, ne? Aber einfach mal zu Demonstrationszwecken 800, ich weiß nicht, was das sind, Millisekunden. Öffnen wir mal wieder noch ein Fensterchen. Ja, sieht irgendwie immer noch ein bisschen blass aus, ne? Irgendwie. Mal kurz gucken. Ja, doch. Ja, ne? Auf dem Weißen hat man das vielleicht nicht ganz so gut gesehen. Und wenn man minimiert zum Beispiel, ich finde dann ganz gut immer Magic Lamp. Machen wir ruhig auch mal ein bisschen länger. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hauptsache mal da. Das war vielleicht ein bisschen sehr lang, sehr langsam. Was könnte man hier noch machen? Ich nehme mal die andere Magic Lamp. Dann sage ich mir auch mal, was ich 666. Nein, das war ein bisschen sehr langsam. Ist minimieren. Ja, es ist eigentlich der gleiche Effekt, ne? Magic Lamp und Magic. Achso, dann muss ich hier das andere Magic Lamp wählen. Was ist da anders?
Ah ja, okay, cool. Ne? Hier macht er noch so einen kleinen Haken. Ne? Das sind da wunderschöne Effekte. Ach nee, Fokus, unter Fokus war das. Jetzt war ich hier ganz falsch. Wave, genau, das Wave finde ich auch sehr witzig. Ich mache das hier auch mal ein bisschen höher. Habt ihr gesehen, immer wenn man vom Fenster zu Fenster switcht, dann gibt es so eine kleine Welle. Jetzt nicht, ja, gut. Manchmal, manchmal auch nicht. Okay. Ja, und so kann man sich in dem Sinne sein eigenes Kompass selbst zusammenbasteln. Das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Man kann da noch viel, viel mehr einstellen. Das habt ihr ja vorhin in meiner kleinen Präsentation gesehen, was man da noch alles einstellen kann. Und selbst da gibt es noch, selbst darüber hinaus gibt es noch einige andere Einstellungen, die man da vornehmen kann. Ja, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Ja, dann in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!